Frau Schiffer, wir sprechen heute über eine Studie, die in mehreren Medien, Zeitungen, im Radio eine Rolle gespielt hat. Eine Studie, ein Papier der Otto-Brenner-Stiftung mit dem Titel Querfront: Karriere eines politisch-publizistischen Netzwerks. Sie haben die Studie gelesen, Sie haben ja auch eine Analyse, eine kurze Analyse über diese Studie geschrieben. Was ist Ihre Meinung, was ist Ihr Eindruck von dieser Untersuchung? Ja, sie hält nicht das, was sie verspricht. Also dieses Netzwerk wird im Großen und Ganzen nicht untersucht. Es werden einige Namen genannt und einige Online-Portale. Davon wird aber im Wesentlichen das Kompakt-Magazin von Jürgen Elsässer untersucht, ein bisschen das Programm des Kopp-Verlages. Durchaus problematische Aspekte auch richtig herausgestellt. Die werden dann allerdings als Teil für das Ganze sozusagen auf andere Genannte übertragen. Beispielsweise Ken Jebsen, der ja eine Zeit lang tatsächlich mit Elsässer kooperiert hat, aber eben schon lange nicht mehr, schon über ein Jahr nicht mehr. Und diese Dinge wurden Erklärtermaßen nicht auch. erklärtermaßen, diese Dinge wurden nicht wahrgenommen. Die haben sich teilweise im Facebook abgespielt. Ich glaube, man kann schwer sagen, dass man hier eine Studie macht über zum Beispiel die Montagsmahnwachen spielen eine große Rolle, ohne aber die sozialen Medien und die Facebook-Debatten zu diesem Thema Aber spielen einzubeziehen. die sozialen Medien hier keine Rolle? Es werden ein paar Webportale genannt, YouTube-Kanäle, aber tatsächlich viel Material, gerade Beispiel jetzt von KenFM, Ken Jebsen, der immer wieder erwähnt wird, wird überhaupt nicht mit einbezogen. Beispielsweise, es werden zwar immerhin ein paar seiner Interviewpartner genannt, aber ein Mitarbeiter, der oder ein Freier, der dort aktiv ist und eine eigene Serie hat auf KenFM, Pedram Chayar, wird überhaupt nicht erwähnt in der Studie. Also wenn man die Dinge untersucht, dann entweder ganz oder gar nicht. Es fehlen viele Portale, die im Bereich wirklich problematisch sind, Exopolitik oder Nuviso TV und andere, Terahertz beispielsweise. Da ist einiges quasi willkürlich ein bisschen zusammengestellt, wen man untersuchen will. Und anfangs eingeführte Namen wie Ivo Sasek oder Andreas Popp und andere, die werden zwar mal erwähnt, aber überhaupt nicht weiter untersucht. Frau Schiffer, schafft es der Autor Wolfgang Storz denn dennoch hier Netzwerke zu belegen? Also es geht ja um die Querfront, es geht um die Zusammenarbeit von politisch linken Akteuren mit rechten Akteuren. Werden solche Netzwerke denn zumindest ansatzweise dargestellt? Also sie werden behauptet, indem man andere Quellen zitiert, so nach dem Motto, wie viele andere Medien einhellig berichtet haben, und eben Verbindungen quasi vorausgesetzt. Es sind auch sicher Verbindungen da und wenn er Kompakt und Kopp Verlag beispielsweise anschaut, dann ist da auf jeden Fall von der Verbindung auszugehen. Allerdings wäre ja jetzt die Frage, wo ist denn die linke Seite des Spektrums? Also ich glaube, das lässt sich ja nicht machen, dass man dann sagt, okay, Elsässer, Kopp Verlag ist auf der rechten Seite. Und wäre dann Ken Jebsen quasi der linke Part? Das lässt sich politisch so sicherlich nicht begründen. Und insofern, es werden Verbindungen zu einigen linken Akteuren hergestellt, verbal, indem sie mit erwähnt werden. Sie werden nicht belegt, sie werden nicht genauer untersucht. Also insofern ist hier von den behaupteten Netzwerken nicht viel zu sehen. Es gibt Netzwerke, da wäre einiges zu untersuchen, gerade mit Verbindungen in die Schweiz. Alpenparlament, Antizensurkonferenz, Ivo Sasek, eine ganz schillernde Figur, der vor allen Dingen ja über eine große Familienpolitik seine Politik betreibt. Da hätte man noch einiges untersuchen können. Die Kaprizierung vor allen Dingen auf das Duo Elsässer und Jebsen, die belegt keinerlei Netzwerk, weil es ja da, wie gesagt, eine Erklärung gab der Distanzierung von Seiten Jebsens, die auch online zu finden ist nach wie vor. Jetzt hatten Sie eben gesagt, genau. Bleiben wir kurz bei den linken Akteuren. Sie sagen, die werden genannt, gestreift. Das war ja unter anderem auch Weltnetz-TV selber. Wir standen auch in Kontakt mit dem Autor, Herrn Storz, weil er Weltnetz genannt hat. Wir wurden verlinkt auf einer anderen Seite, Alternativ-TV, die er nennt. Auch von dieser Verlinkung wussten wir als Redaktion nichts. Und wir haben deswegen Herrn Storz gebeten, unseren Namen aus der Studie herauszunehmen. Das ist jetzt ein Einzelfall, aber
Beobachten Sie das in anderen, ja, das wäre jetzt meine Frage, beobachten Sie das in anderen Fällen hier in der Studie auch? Ja, zunächst mal, wenn man auf Alternativ-TV guckt, dann war zumindest bis gestern, als ich das, glaube ich, das letzte Mal tat, noch KenFM dort verlinkt. Da wäre ja genau die gleiche Frage wie bei Weltnetz-TV in dem Fall. Gibt es eine gegenseitige Verlinkung, sprich eine mögliche Kooperation? Das war ja bei Weltnetz-TV nachweislich nicht der Fall. Und dann im Grunde genommen zeigt das exemplarisch sehr schön die Mängel, die methodischen Mängel des Arbeitspapiers, dass nämlich quasi aufgrund eines Auftauchens auf einer Webseite, was nun heutzutage ganz leicht geschieht in Zeiten von Creative Commons Licenses oder überhaupt, dass man auch ganz gezielt teilweise speziell rechte Akteure ganz gezielt andere verlinken, um sie sozusagen in den Ruch, in den Dunst des eigenen Kreises auch zu ziehen. Und man kann natürlich nicht, also auf Alternativ-TV ist ja beispielsweise ein Video von Erwin Pelzig. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er dazu sein Einverständnis gegeben hat oder dass man jetzt ein Netzwerk zwischen dem ZDF und Alternativ-TV untersuchen müsste. Aber bei denen sozusagen im Verdacht Stehenden hat man das dann schnell akzeptiert, ohne es nachzuprüfen, wie gesagt, im Sinne von, gibt es eine gegenseitige Verlinkung oder auch eine Interviewanfrage bei den Betroffenen, um zu klären, ob es mit dieser Verlinkung irgendwas Substanzielles auf sich hat. Frau Schäfer, diese ganzen Punkte, die Sie jetzt genannt haben, haben Sie, wie gesagt, in einer Erstanalyse aufgeschrieben. Tatsache ist ja aber auch, dass diese Studie in vielen etablierten Medien in den vergangenen Tagen erwähnt wurde, in der Berliner Zeitung, im Tagesspiegel, wenn ich mich nicht täusche, im Deutschlandfunk auch. Hat hier eine unzureichende Prüfung stattgefunden? Hätten sich die Kolleginnen und Kollegen mehr damit auseinandersetzen müssen? Da würde ich sagen, das ist eine Folge des Framings. Ja? Man hatte sozusagen den Rahmen schon als Vorstellung fest. Es ist ja, im Grunde genommen ist es ein gegenseitiges Zitieren. Die Studie macht ja kaum eigene Beurteilungen oder eben Prüfungen, sondern man zitiert ja im Wesentlichen. Das ist eine Art mediales Hörensagen. Was über die anderen ist geschrieben worden, das oder er gilt da und da als so. Und das wird dann quasi als Urteil über die Personen gefällt. Und die wiederum, die diese Urteile damals gefällt haben, in der zum Beispiel Berichterstattung über die sogenannten Montagsmahnwachen, die zitieren jetzt wieder aus der Studie und sagen, jetzt haben wir endlich die Belege, das sind sie eigentlich selber, jetzt haben wir quasi den Beleg dafür, dass da wirklich was dran ist an unserer Theorie mit den Netzwerken. Ich würde mal sagen, da sind so einige dabei, die vielleicht das gerne so hören wollen, die bei genauerer Prüfung auch sehen würden, dass da nicht so viel dran ist, aber jedenfalls nicht bei den hier behaupteten Hauptfiguren sozusagen. Und auf der anderen Seite sind einige, die dem im schnellen redaktionellen Alltag einfach aufsitzen, die dann mal eben das Ding verarbeiten sollen. Es sind doch immerhin gut 30 Seiten Text zu lesen. Manche überlesen vielleicht die vielen Konjunktive und indirekten Reden, die da drin stehen und sehen gar nicht, dass es in dem Sinne eigentlich noch gar keine Studie ist. Was hat die Otto-Brenner-Stiftung hier also vorgelegt? Ist es eine gescheiterte Studie? Ist es ein politisches Papier, es ist eine Teilstudie, die Ansätze eines bestehenden Problems aufgreift, aber es nicht schafft, das hinreichend zu hinterleuchten? Ich würde es als Teilstudie bezeichnen. Wie gesagt, es wird ganz zentral das Kompakt-Magazin analysiert und die wesentlichen Themenpunkte dort auch rausgearbeitet. Und von da ausgehend oder weitergehend wäre das sehr lohnend und nötig, diese weiteren Netzwerke zu untersuchen. Dann muss man halt tatsächlich sozusagen prüfen, ob es eins, wo es das gibt und dort belegen. Und die, wo sich das nicht bestätigt oder wo sich das anders weiterentwickelt hat, dann muss man diese Leute auch wieder rausnehmen oder sie an eine andere Stelle einordnen. Ich habe ein bisschen den Eindruck momentan, im medialen Diskurs verschiebt sich die hier behauptete Querfront, das wäre ja sozusagen ein ganz strategisches Vorgehen der einzelnen Akteure, die sich da sozusagen verbündet hätten, die hier von dieser behaupteten Querfront-Thematik verschiebt sich das mehr auf das Thema alternative Medien gegen Öffentlichkeit. Da kann man natürlich dann sagen, ja, das sind alles alternative Medien gegen Öffentlichkeit, was hat das mit
zum Beispiel der Vertrauenskrise des Journalismus zu tun. Da kann man sich jetzt ein bisschen drauf kaprizieren. Aber diese Vermengung dieser beiden Themen hier an dieser Stelle ist hier nicht mal ansatzweise belegt. Denn am Ende aber bleibt doch das Problem auch einer Kehrfront tatsächlich bestehen. Im Kompaktmagazin von Herrn Elsässer wird ja tatsächlich versucht, diese Verbindung zwischen Rechten und Linken herzustellen. Aktuell findet man dort zum Beispiel einen Nachruf auf den, wie es heißt, linken Patrioten Egon Bahr, ein SPD-Politiker, der gerade verstorben ist. Also wir haben hier tatsächlich, würden Sie sagen, ein Problem. Die Studie schafft es aber nicht, dieses Problem zu erfassen oder geht daran in den Ergebnissen vorbei. Ja, das ist sehr schade, weil diese Untersuchung ist, wie ich meine, sehr nötig. Und ich weiß nicht mal, ja, vielleicht kann man das als Ansatz bezeichnen, aber diese Untersuchung muss tatsächlich gemacht werden, auf Herz und Nieren geprüft werden. Und das ist mit dem Papier bis jetzt nicht gelungen. Im Gegenteil, durch die methodischen Fehler und Mängel und auch durch die Vermischungen, die letztendlich unseriös sind, arbeitet man, fürchte ich, der falschen Seite zu, nämlich denjenigen, die behaupten, es gäbe da gar keine Probleme. Frau Schiffer, ich danke Ihnen. Gerne.